Und ich will mal ganz kurz, ich nehme mal ganz kurz den hier. Dann die zwei Federn, die wir haben, die beiden. Und dann rüste ich den mal aus. Wie schnell ist der? Sieht gut aus. So. Alter, ich muss unbedingt das Feuerzeug mit ihm, das geht gar nicht. Das ist geil gemacht mit dem Ball, das gefällt mir. Dass der jetzt so undurchdringlich ist. Das gibt echt eine gewisse Kru... Alter, guck dir mal an, wie geil das aussieht. Und ich gehe hier gerade rein. Alter, wir haben keine Rüstung. Wir haben keine Rüstung. Wir dürfen uns nicht anhinten lassen. Ich bin hier eigentlich wegen dem Blütenmixen gerade drin. Aber ich weiß auch, dass hier Eingeborene sind. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Okay, wir können keine Sticks mehr aufsammeln, weil wir müssen die Blütenmixer auffüllen. Alter, der neue... Alter, wie geil ist dieser neue Wald? Kriegst mega Schiss hier drin. Ah ja, und Blättersound. Sie hört das gerade. Hört mal hin. Die Blätter fallen jetzt vom fallen jetzt auf den Boden und man hört diesen Sound. Das ist mega geil. Ich finde aber gerade... Ah, sehr schön. Hier sind ja oft Eingeborene. Ich weiß bloß nicht wo. Wird bestimmt gleich hinter mir Bling Bling machen. Und ich darf nicht Bling Bling sagen. Ding Ding machen und dann sind die Dinger da. Da ist noch was. Ich spring dann einfach in den See und dann mehr rein. Das ist kein Problem. Wäre halt schön, wenn das nicht nur schwarze Bären heute wären, aber irgendwie sind hier nur schwarz, oder? Das ist so dunkel, dass ich nicht erkenne, wenn es andere sind. Ich möchte es mit der wenigen Gesundheit, die wir gerade haben, auch nichts essen. Ne, das sind blaue. Warte mal. Ich packe die aber mal alle ein. Kann er nicht schaden. Dann sehen wir nachher, was wir gesammelt haben. Es tut mir leid, wenn ich gerade nicht in die Kamera gucke. Aber ich konzentriere mich gerade mega, dass ich nicht irgendwo reinrenne, wo ich es bereuen werde. Eingeborene zum Beispiel. Das ist ein blauer. Geil. So. Wir suchen aber immer noch Blütenmixer eigentlich. Also die Blütenmixer suche ich nicht, die will ich dann herstellen, aber ich will die Zutaten haben für die Blütenmixer. Ah. Sehr schön. Das war, glaube ich, für den Health Mix. Hier sind auch... Also ich glaube, wenn jetzt ein Barbar kommt von hinten, ich verjag mich so zu Tode. Ich glaube, dann springe ich hier im Dreieck oder so. Ist viel zu früh für sowas. Ah, sehr schön. Was? Ne, so ein Stick. Ich laufe durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Und mach hier jeden Barbaren kalt. Oh, was haben wir denn hier? Ich riskier's mal. Ja, weil momentan sowieso so wenig Cerealien mixe und so, da kann man das ruhig mal... Ich sehe gar nichts.
Der schien gesundheitsverträglich zu sein. Sah aus wie Pfifferling oder so. Also nichts, was ich bis jetzt gesehen hätte. Ist das? Can't carry any more circuit boards. Achso, wir haben... Gut zu wissen, dass es die gibt. Und da ist ein Riegel, den... Ich hab einen Riegel. Can't carry any more snacks. Dafür brauchen wir die Snackbar auf jeden Fall. Da können wir das nämlich dann... can't carry any more snacks. Ist kein Problem, da essen wir noch einen. So... Es würde mich freuen, wenn wir die Snacks in die Bar tun können und dann unendlich viele mitnehmen können. Das wäre natürlich mega geil. Also unendlich sicher nicht, aber wesentlich mehr als vorher. Das ist wieder eine Circuit Board. Dann craft ich mir mal ganz kurz... Wie war das? War das 2 Uhren? Ne, das war nicht 2 Uhren. Ein Geldschein war es auch nicht. Wir haben Setzlinge. Das war es auch nicht. Wie war denn das? Bombtimer. Stein? Nee. Flair. Alkohol. Ah. So, dann nehme ich die mit. So. What the fuck, Alter? Wo muss ich hin? Lolololololol, da war los. Lolololololol, da war... Da ist ja noch einer. Aua. Lass mich doch in Ruhe. Weil ich dir gar nichts tue. Was? Alter, ey. Vor allem, du rennst vor dem einen weg. Das Boot ist weg, kann das sein? Unser Boot ist weg. Aber wir haben vorhin ein Seil ausgegeben, fällt mir auf. Da könnte ich theoretisch mir aus dem Boot mal ein Seil holen, hier. Da rennst du vor dem einen weg und läufst den anderen direkt in die Arme, Alter. Wie gemein. Das Boot ist weg. Hat's anscheinend nicht gespeichert. So. Roped added to backpack. So, super. Da haben wir nämlich ein bisschen was für ein Stamina-Mix und so zusammenbekommen. Ich kann im Wasser leider nicht schnell schwimmen, sonst würde ich es tun. Warum räusper ich mich heute so stark? So, das will ich jetzt mal gleich gucken. Ist hier was drin? Nein. Was? So. Da ist auch nichts drin. Wir wollen mal gleich gucken, was wir bekommen haben. Und zwar blaue Beeren. Haben wir 9 Stück. Das waren also wesentlich mehr blaue Beeren, als ich angenommen. Und wir haben Seeds, Leute. Wir haben Seeds. Ist das geil. Hallo? Wird alles weg? Wie hat denn der da reingekloppt? Was? Man soll ja mit Steinen, warte, das will ich mal ausprobieren. Das soll ja funktionieren. Man soll ja mit Steinen. Habe ich jetzt hier einen kleinen Kiesel? Wisst ihr, die ganze Zeit findet man Kiesel. Jede Zeit findet man Kiesel. Wenn man mal einen Kiesel braucht, dann gibt es keinen Kiesel mehr. Na egal. Ich wollte gerade austesten, ob man mit Steinen wirklich auf Vögel werfen kann, dass die dann umfallen. Hier haben wir gerade auch wieder. Ein umgekipptes Ding, allerdings ist ja nichts drin und ich habe gerade einen Stein gesehen. Hallo? Da war ein Stein. So, wollen wir mal schauen, ob wir einen Vogel finden. Jetzt sind bestimmt keine Vögel mehr da, weil wir einen Stein gefunden haben. Die Frage ist natürlich, treffe ich auch den Vogel, ne? So, ich schreck die mal auf hier, damit die losfliegen. Okay, warte. Ja, das war der beste Wurf ever. Also da kann mir auch keiner was nachmachen. Guckt ja nicht gerade eine Feder.
Schade. Ja. Ich frage mich gerade, was der da reingekracht hat an Seeds. Der hat doch nicht wirklich alle neuen Seeds in das Bild gehauen, oder? Aber anscheinend irgendwie schon, weil wir haben keine mehr. Der hat da anscheinend alle 7 Seeds mit einem Stamm. Boom! Ne, 9 Seeds oder was das waren. Oder was? Nein, ich weiß es gar nicht. Ich dachte, es waren 9. Großer Stein. Can't carry any more rocks. Rocks. Okay. Ich frage mich gerade wieder, wo ist denn ein... Komm schon, ich brauche den. Haha. Ich frage mich gerade eigentlich, wo ist denn wieder unser Schlitten hin? Ich weiß jetzt nicht, wo ich den abgestellt habe. Also die Laufgeräusche von dem sind manchmal echt seltsam. Du denkst echt, da läuft eine ganze Horde Barbaren hinter dir her, während nur du das bist. Der war anscheinend nicht giftig, sehr schön. Seltsam. Aber das bin doch nicht nur ich, willst du mich verarschen? Was sind das für seltsame Laufgeräusche, die der Typ macht? Okay. Da ich aber anscheinend keinen Schlitten mehr habe, wie immer, frage ich, haben wir jeweils den Schlitten behalten, den wir uns erbauen. Stickholder, Lockholder, Locksleeve. Der soll ja jetzt auch besser funktionieren, hieß es in den Kommentaren, hieß es in der Dings, in der Forest Dingses in Update. Der soll irgendwie, irgendwas soll passieren, wenn der kollidiert. Also der ist ja immer so hochgesprungen dann, man soll auch nicht mehr springen können, während man den hat. Jetzt hat er nochmal so hoch gesprungen und konnte man ihn ganz schlecht benutzen. Echt jetzt, wieso fehlen mir noch zwei? Da fallen doch immer zwei runter. Ich nehme auch immer alle zwei auf. Wieso habe ich also nicht vier im Endeffekt, wenn ich zwei... Ich verstehe es nicht. Zwei Sticks collected. Wo soll das denn jetzt? Da geht der Junge mal in die Knie. Warte, mal schauen, wie der jetzt funktioniert. Was? Ja, funktioniert super. Hä? Okay. Das haben sie also immer noch nicht gefixt. Was ist das da drüben? Ah, das ist unser Totem hier. Ich habe mich gerade schon gewundert, das sah sehr, sehr abstrakt aus. Da unten ist soweit ja auch nichts. Das sind alles unsere Totems. Wo der andere Baumstamm hin ist, weiß ich jetzt so gar nicht. Dann will ich mal mich nicht mit Kleinvieh aufhalten und hier weitermachen. Damit wir überhaupt noch was schaffen. Wollte ich den stehen lassen? Jetzt am Rand lasse ich jetzt mal nichts stehen, weil da unten ist eh nur das Dorf und das Dorf, da brauchen wir keinen Baumstamm dafür, um das zu erkunden, also. Ich hätte ja gewünscht, ich hätte mir ja echt gewünscht, dass sie einführen, dass Bäume nachwachsen. Vielleicht sehr, sehr langsam, dass man, sagen wir mal, immer wenn man reinkommt aus dem Spielstand, dass die vielleicht ein Viertel gewachsen sind oder so. Das wäre natürlich cool, aber das haben sie noch nicht eingeführt. Finde ich schade. Aber ich finde es natürlich cool, auf jeden Fall erstmal, dass unser Spielstand gesichert wurde. Das gab 5, das ist sehr gut. Hallo? Hallo? So, klack, klack. Und... Hallo? Irgendwie lässt sich das alles sehr schwer anbauen. Heute. Und ich habe irgendwie, ich bin irgendwie ein bisschen paranoid heute. Ich habe das Gefühl, dass mich ständig irgendwas verfolgt. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht seid es auch ihr wegen der Webcam. Ich bin, wahrscheinlich bin ich einfach nur ein bisschen müde.
So, ich fäll jetzt einfach mal wieder ein paar Bäume, ohne die aufzusammeln. Ich fäll jetzt einfach, dann rollen die runter ins Tal und dann tun wir uns unten im Tal die Bäume aufsammeln. Da gibt, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, als wenn ich jetzt jedes Mal hin und her renne und hin und her. Man braucht jetzt im Wald echt eine Taschenlampe oder sowas. Das finde ich aber geil. Ist schön gemacht. Hab gesehen, ich habe die echt nicht gesehen, lieber Baum, bis zum Schluss, als sie direkt vor mir standen. Das ist mir jetzt auch so schon mal passiert, aber war geil. Gefällt mir. So, komm hier. Einmal wieder in die Richtung. Hat ja nicht so gut funktioniert. So, nehmen wir die mit. Den auch. Komm, Bambi, renn mir ins Gesicht. Renn mir direkt in die Axt rein. Das wäre super. Hätte ich ein bisschen Bambi-Fleisch und dazu noch sein wunderschönes Leder. Leather. Ja, Energy ist low. Wir haben ja Chicorée gefunden und Marigold. Eigentlich Quatsch, Marigold für was andere. Aber wir haben nur Chicorée gefunden. Das ist uncool. Dann machen wir uns wenigstens ein paar Helf. Bitte. Eins, zwei. Ach, ich habe schon acht, okay. Da sieht man das jetzt auch. Ach, und hier haben wir wahrscheinlich nur einen. Aber ich habe nur Chicorée, mir fehlt das andere. Um den Health-Mix zu machen. Das funktioniert auch nicht. Schade. Ich esse den jetzt aber auch. Oh. Jetzt habe ich zwei gegessen und wir hatten mehr als einen. Jetzt haben wir zwei weniger. Super. Ich wollte noch was ausprobieren. Und zwar wollte ich die mal mit der Feder, die wir gefunden haben. Das sollte man nicht machen. So. In der Hoffnung, dass der vielleicht ein bisschen schneller wird jetzt. So, gut. Ich glaube, ich lasse einfach mal... Ach komm, wir holen jetzt einfach alles ab hier. Am Rand brauche ich hier eh nichts, vor allem nicht hier in der Gegend, weil wenn hier irgendwelche Barbaren spawnen, dann spawnen die hinter mir. Toll. Dann spawnen die hinter mir im Dorf. Und... da sehe ich die den Hügel hochkommen. Das ist jetzt nicht so drastisch. Wenn, dann mache ich da hinten vielleicht, wo ich jetzt mit der Fackel gerade hinzeige, mit der Taschenlampe, dann mache ich da vielleicht was. Weil ich das da doch nicht ganz im Überblick habe, was da passiert. Und die ganzen Geräusche und so machen mir doch schon latent Angst, muss ich gestehen. Das ist also... Das Feeling bei The Forest ist geil. Ich hatte auch überlegt, muss ich gestehen, ob ich The Forest eventuell, damit nicht alle Let's Plays gleichzeitig kommen, ob ich The Forest eventuell auf 21, 22 Uhr verlege. Problem ist, ich weiß meistens nicht, wann ich von Arbeit zurückkomme. Das kann mal 21 Uhr sein. Das kann aber auch mal 22 Uhr sein. Das heißt, ich kann auch nicht sicher sagen, okay, das Let's Play kommt um 21 Uhr, weil... Und um 22 Uhr ist so spät, weißt du? Wenn ich um 22 Uhr ein Let's Play veröffentliche, vielleicht manchmal bin ich dann auch bis 23 Uhr auf Arbeit. Wenn ich um die Uhrzeit ein Let's Play veröffentliche, das weiß nicht, ob das die Leute so gut finden. Also 21 Uhr wäre noch okay, so um 9. Aber selbst das ist schon spät. Eigentlich so ein Horror-Let's Play würde ich um 8 veröffentlichen, das wäre eine super Zeit. Aber da bin ich leider nicht im Haus. So. Geht echt schnell gerade, gell? Habe ich die Axt doch geupgradet? Und da steht jetzt ein Reh drunter. Tot. So. Holz mal den Ball. Ich habe letztens, also ich habe irgendwie, wenn man so sich mal ein bisschen aufs Holzen konzentriert, so mal 5 Minuten, 10 Minuten, dann kriegt man da eine Menge Holz zusammen. Wir brauchen momentan eigentlich gar nichts. 63. Also die ganzen Logs sind alle, also die ganzen Blueprints sind alle verschwunden. Okay. Ich hatte gerne noch aufhalten, aber nichts da. Ich glaube, ich nehme den noch mit. Der steht so einsam hier. Und dann sollte es auch erstmal reichen. Das sind mindestens, also ich habe jetzt mindestens 7 Bäume. Also... 30 ungefähr, würde ich sagen, 30 Dinger haben wir mindestens, das gefällt mir. Der Baumstamm, der rollt da bis Ultimo, guck mal, da hinten der Baumstamm, der denkt sich, ach, das reicht hier so ein bisschen noch rum.
Das Reh wäre mir echt gerade fast in die Haxe reingesprungen. So, Moment, wo fällt der hin? Darüber. So. Na. Ah, das geht nicht mehr. Ach so, na gut. Stirbt mich auch nicht, dann kann ich hier gleich loslassen. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich dagegen fahre. Ja. Yeah. So, das sind jetzt. Moment. Ich fahre mal dagegen. Ah, man fährt jetzt durch. Gut, es ist nicht besonders realistisch, aber es gefällt mir, muss ich gestehen. Ich hoffe sehr, dass ich die jetzt durch die Tür nehmen kann, die Baumstämme. Jetzt muss ich ja jetzt mal rausrennen. Leider nicht, okay. So. Hallo? Ah, super. Ist da was drin oder ist das einfach nur zu? Einfach nur zu. Okay. So, nehmen wir uns die nächsten beiden. Würde natürlich jetzt genau nicht reichen. Wir müssen noch eine Schubkarre holen, um alles fertigzustellen. Ist aber auch kein Problem. Schubkarre vor allen Dingen. Genau, das ist doch der eine, der jetzt noch den wir uns haben. So. Dann schnappen wir uns mal das Wegelchen. Nö, finde ich gut gemacht, dass man jetzt einfach überall durchfährt. Weil es gab einfach viel zu viele Baumstämme und so. Ich meine, es wäre natürlich auch okay, wenn man einfach stehen bleiben würde mit dem Logslied. Wenn man einfach anecken würde und sagen würde, okay, hier geht's nicht weiter. Ach guck mal, hier komme ich nicht weiter. Stand der schon immer da, der Baum? Ich bin nicht gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich den Baum nicht kenne. Bis? Wo? Da. So. Baumstämme im Wald können wir gerade echt mal gestohlen bleiben, weil, Alter, ohne Mist, das sieht so hardcore dunkel aus im Wald jetzt gerade. Hä? Hä? Ich sehe auch echt nicht, was ich gerade mache. So. Eins, zwei. Na komm. So. Und eins. Zwei. Und dann mach... Eigentlich finde ich es... Ich will es mal ausprobieren, aber ich glaube, es geht nicht. Ich finde es mega strange. Ich könnte theoretisch auch einfach mal... alles zusammensammeln und hier in unsere Lockholder reinbringen. Dafür haben wir es ja da. Ich finde es mega strange, dass da nur 7 draufpacken, weil wenn du es schlau klug anstellen würdest, so wie das da halt aussah, könnte man da locker... Oh, wir müssen was essen. Könnte man da locker 9 draufpacken. Wir essen mal... 1, 2... Riegel, das reicht erstmal so... Warum gibt's eigentlich... Guck mal, das ist ein kleiner Baumstamm. Gibt da eine große, aber auf der Hand sieht er dann wieder gleich aus. Er nimmt die auf die Hand und tut die in der Bewegung, in der er sie auf die Hand nimmt, tut er die einfach zerkleinern. Sind 6 jetzt? In dieser Bewegung haut er einfach drauf und zerkleinert die. Über die Brücke, da kann man es noch nicht, gell? Da hinten, der, die Gegend ist noch nicht erkundbar. Ich weiß es gar nicht, müssen wir noch mal schauen irgendwann. Ja, mal auf jeden Fall erkunden noch. Alles. So, hier geht es nicht mehr drauf, gell? Genau. Dann gehen wir erstmal hier runter und holen uns die ganzen Baumstämme ab. Und dann können wir die später mit dem Schlitten alle gemütlich von da holen, müssen nicht 100 Mal mit dem Schlitten hin und her fahren. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Obwohl die passen, ich glaube, die passen nicht immer alle die Dinger rein. Wir können ja maximal 14 drin, wenn wir da 14 drin kriegen können. Und dann, Moment. Wenn wir da 14 drin kriegen können, im Slit noch 7 mitnehmen können. Dann sind wir bei 21, wenn, oh, 21, und das, wenn das nicht reicht, dann haben wir mehr als 21. Das ist auf jeden Fall schon mal geil.
Und das wird nicht reichen. Also wir haben definitiv mehr als 21 Loks. Diese kleine holzfälligen Folge hat sich also sehr gelohnt für uns. So. Noch einmal dahin. Ich bin mir auch immer noch unsicher. 7-7, okay. Ich bin mir auch immer noch unsicher, ob das mit den Baumstämmen, ich weiß nicht genau, ob das mit den Baumstämmen vielleicht zu übertrieben ist, was das Rollverhalten angeht, oder ob es vielleicht doch gerechtfertigt ist, dass Baumstämme so tief rollen würden. Aber ich glaube, obwohl der hier bleibt ja auch auf halber Strecke liegen, ne? Ich glaube, schon gerechtfertigt, das Rollverhalten, was die Baumstämme hier haben, ist doch sehr realistisch, auch wenn es einem manchmal nicht so vorkommt. Stopp, da muss ich hin. Ich kann es aber noch nicht so genau sagen. So. Aber man kann doch nicht überall durchfahren. Ja, so. Hallo? Dann nehmen wir uns mal zwei und springen durch die Mauer. Hallo? Springen durch die Mauer, so.